Hi, ich zeige dir heute, wie du endlich einen Klimmzug lernen kannst mit drei ganz einfachen Übungen. Vorab, einen Klimmzug zu lernen bedarf wirklich viel Übung und Ausdauer, also bleib dran, you got this. Erste Übung, der sogenannte Dead Hang. Allerdings versuchst du hier, die Schulterblätter tendenziell zueinander zu ziehen und den Abstand zwischen den Schultern und den Ohren zu vergrößern. Hier bekommst du schon ein gutes Gefühl dafür, welche Muskelgruppen für den Klimmzug benötigt werden. Zweite Übung, negative Klimmzüge. Nimm dir eine große Box oder eine deutlich niedrigere Stange, als ich hier habe, damit du oben an die Stange ranspringen kannst, um dich dann langsam nach unten senken zu lassen. Das kann anfangs recht schwer sein, ist aber vollkommen okay. Ziel ist es, dass du möglichst kontrolliert und langsam dich nach unten sinken lassen kannst. Und wenn du das schon richtig gut kannst, dann geht's weiter zur eigentlichen Ausführung. Nimm dir hierfür mehrere Resistance-Bänder zur Hand, die alle eine verschiedene Stärke haben. Dann bindest du dir das Band um die Stange rum und steigst mit beiden Beinen in das Band hinein. Das Resistance Band oder auch Widerstandsband nimmt dir je nach Stärke einen Teil deines eigenen Körpergewichtes ab und hilft dir somit, dich nach oben zu bringen. Wichtig ist, dass du nun die zwei vorherigen Übungen in diese Bewegung integrierst. Starte wieder mit dem Zusammenziehen der Schulterblättern und ziehe dich aus der Kraft deines Latissimus nach oben. Es ist auch völlig normal, dass die Beine sich tendenziell bei dieser Übung nach vorne bewegen. Jetzt kannst du so lange mit verschiedenen starken Widerstandsbändern üben, bis du dann deinen ersten freien Klimmzug hinbekommst. Kleiner Tipp, setz dir kleine und machbare Ziele und vor allem stress dich nicht. Du wirst das hinbekommen.